Guten Abend und ein herzliches Willkommen heute zu dem Webinar rund um Trade-Sequenzen Martingale. Das ist auch gleichzeitig der Titel für heute. Heute am 19. Dezember 2017, 19 Uhr gewohnte Zeit, gewohnte Runde gewissermaßen, zumindest wenn ich mal hier so in die Namen schaue, die ich hier gerade sehe. Natürlich auch vielen Dank für die Grüße, die hier schon separat gerade hier auch noch im Chat ausgerichtet werden. Freut mich auf jeden Fall, wieder so viele hier dabei zu haben. Hier bei JFT Brokers, dem Broker unserer Wahl, der auch diese ganzen Webinare ermöglicht. Und ja, das sind schon reichlich, wenn man mal auf den Eventkalender bei JFT Brokers schaut. Und ja, der Inhalt ist gut, das kann ich nur sagen. Auch wenn ich mal bei meinen Kollegen reinschaue, ich freue mich da auch immer wieder, sowas alles zu sehen, sowas zu hören. Und ja, jetzt kommen hier schon gerade die ersten Grüße rein. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal weitere Grüße und erste Fragen. Das war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte. Komme ich aber gleich zu, weil da kurz vorhin ein Screen bei mir zu sehen war. Da ging es um Bitcoins und da will ich ja gleich nochmal kurz einen Takt zu sagen. Aber der allgemeine Hinweis vorneweg, wie immer, ich glaube, meinen Namen habe ich noch gar nicht gesagt. Stefan Frolichowski redet hier gerade wieder. Wer also mich direkt mal anreden möchte, in Kontakt treten möchte, nimmt gerne hier die E-Mail-Adresse, die hier auch steht, s.friedrichowski. Wenn mal Fragen sind, auch allgemein zum Traden, alles kein Problem. Direkt an mich richten, direkt auch gerne per Du. Ich weiß immer, kommt ein bisschen komisch, wenn man sich gleich mit Du anredet, ist aber für mich in Wahrheit sogar einfacher, das gleich so zu machen. Und mir soll es nur recht sein. Das andere. Ihr findet jetzt gleich, ich habe es nämlich jetzt gerade eben erst gemacht, auch schon mal die Folien von dem heutigen Webinar hier in dem GoToWebinar Control Panel fertig für den Download. Später wird es wieder einige Excel-Sheets geben, weil wir heute bei dieser Strategie auch wieder sehr viel und sehr gut in Excel arbeiten können. Und wer da nachher mal Interesse hat, einfach wieder eine E-Mail. Bitte nicht einfach hier im Chat nur schreiben, hey, ich hätte gerne die Excel-Sheets. Der Chat verschwindet für mich sozusagen nachher. Und von daher ist mir deswegen immer diese E-Mail so recht. Gut, soweit. Da gerade die Frage war, ich hatte vorhin hier einen Bildschirm auf, wo man das Orderbuch von Bitcoins an einer Bitcoin-Börse sah. Ich habe da mal schon mal ein bisschen reingeschaut, also nee, nicht nur ganz kurz, sondern mit Bitcoins beschäftige natürlich auch ich mich, seitdem sie so einem Hype unterliegen, aber natürlich unter anderen Gesichtspunkten. Und das ist auch gleich dann hier schon mal die Ankündigung. Ich glaube, ich habe heute nämlich den Termin festgelegt. Am 17., nee, oder 16. Januar wird es ein Webinar von mir dazu geben zu Bitcoins, aber natürlich aus meiner Perspektive. Und die ist, wie viele von euch wissen, natürlich immer eine etwas andere. Ich gucke natürlich mehr aus der mathematisch-statistischen Sache auf das Bitcoin-Traden. Ich hinterfrage jetzt gar nicht so sehr, wie die entstehen, wie die gemeint werden und alles. Sind Sachen, die, über die ich sicherlich auch viel erzählen könnte, aber aus Sicht des Tradens sekundär. Aus Sicht des Tradens sind andere Dinge relevant, aber das dann in dem Webinar. Also, ihr findet in den nächsten Tagen, also wieder zwei Webinare für Januar. Und auch das erste will ich nochmal ganz kurz erwähnen, weil das nämlich mal ganz anderes ist, um ein bisschen Neugierde zu wecken, weil ich will euch mal einladen, einen Perspektivwechsel zu machen, nämlich, was wäre, wenn ich morgen Broker wäre? Also mal traden aus Sicht des Brokers. Und das wird hoffentlich auch noch ein kleiner Augenöffner für viele. Dazu will ich halt auch nochmal ein Webinar machen. Okay, aber jetzt reden wir nicht mehr über die Zukunft, sondern reden über das heutige Webinar. Und da geht es um Trade-Sequenzen Martingale. Geht da was? Oder so ähnlich hatte ich es, glaube ich, in dem ausführlichen Titel geschrieben. Da das hier alles nachher nicht mehr hinpasst, habe ich das ein bisschen abgekürzt. Gut. Was wollen wir da genauer machen? Bevor wir das zeigen, muss ich natürlich immer einmal diese Folie zeigen und diese heute gewissermaßen mit noch viel mehr Recht als sonst, auch wenn die Folie immer berechtigt ist, der sogenannte Risk Disclaimer. Heute reden wir über etwas Hochriskantes. Und
Ja, das sind halt Martingale-Strategien, die sind inhärent riskant. Und auch, wir haben schon mal ein Webinar gemacht vor ein paar Monaten und da habe ich das Wort extra geprägt. Wenn man Martingale tradet, dann muss man da irgendwie eine kleine Zähmung einbauen. Heute machen wir das anders als letztes Mal. Und wo wir auch schon sehr erfolgreich mit waren und auch sind. Einige Strategien laufen genau mit dieser gezähmten Martingalen-Strategie und das auch sehr gut. Wenn ich jetzt schon gerade so lange das zeige, dann kann ich das eigentlich auch eben zeigen. Das will ich euch auch mal kurz zeigen, dass Martingale durchaus etwas Vernünftiges sein kann. Und zwar hier haben wir ein Konto, ein Live-Konto, was ebenfalls slightly Martingale getradet wird. Genau genommen ist es vielleicht nicht wirklich Martingale, sondern ist auch verwandt dann mit einer sogenannten Grid-Strategie. Wichtig sind mir mehr andere Elemente. Wie ihr unschwer erkennt, gab es hier und gibt es bei dem Traden dieser Strategie einen Stop-Loss. Und ihr seht, der hat auch schon einmal zugeschlagen, das direkt ziemlich am Anfang. Von dem hat er sich dann nach 2 Monaten wieder vollständig recovered. Das heißt, das Konto ist wieder gut vorne und läuft genauso, wie es sein soll. Aber das war unser zentrales Element vor ein paar Monaten, als wir auch eine solche Strategie hier im Webinar zum Thema hatten. Die Zähmung kam über die geschickte Auswahl der Underlyings, und ihr seht auch hier gerade mal, was hier so getradet wird. Und das sind quasi nicht so die gängigsten Werte, die aber genau für diese Art von Martin, also ganz leicht, also das ist nicht wirklich Martingale, hier wird nichts verdoppelt und gar nichts, sondern hier wird gridartig ein bisschen was nachgekauft. Da spielte die Hauptrolle Stop-Loss überhaupt. Und zum anderen die richtigen Underlyings. Und ihr seht genau hier Werte, die alle kein großes Trendverhalten haben. Und das waren die, die wir brauchten. Und der Stop-Loss ist dafür da, auch gezogen zu werden, wie man hier unschwer erkennen kann. Auch dieser Equity-Kurve hier. Aber das war das zähmende Element von dem damaligen Webinar. Also Aufzeichnungen findet ihr übrigens auch wieder bei YouTube, auf dem JFT YouTube-Channel. Also das war der Ansatz damals. Heute machen wir was Neues. Heute machen wir was Neues und was genau, achso, jetzt sollte ich mal kurz noch zum Risk Disclaimer natürlich was sagen. Wie immer, ihr tradet auf eigenes Risiko, logisch. Wie soll es auch anders sein? Es ist ja nicht so, dass ich in eurem Konto trade. Aber selbsterklärend und glaube ich selbstverständlich. Was machen wir genauer? Ich will ganz kurz nochmal was zu Martingale sagen, wie das eigentlich entsteht und wo das herkommt. Auch historisch, da mache ich relativ fix, weil wir das halt in einem anderen Webinar schon ein bisschen ausführlicher hatten. Dann gehen wir natürlich hier jetzt ein, wenn auf die Trading-Idee, und das mache ich heute, mache ich viel in meinem Chart, um zu zeigen, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll, was wir denn hier tun. Und hier steht schon der zentrale Satz übrigens in der Mitte, was heute der Clou der Zähmung ist. Und der Clou der Zähmung, dass man doch auch über solche Ansätze wirklich nachdenken darf und kann und auch meinetwegen soll, das Letztere überlasse ich natürlich jedem, liegt nachher im CRV. Und das CRV wird das zentrale Element. Und ihr seht ja schon, was da steht, nämlich Größe 1,0. Das wird nachher das zentrale Element. Und ich will euch auch wirklich wieder am Beispiel, und zwar in Excel, weil die Strategie hier, die trade ich noch nicht live. Also soweit sozusagen bin auch ich da noch nicht, aber die ganzen Vorarbeiten sind halt abgeschlossen und das ist genau auch das, was ich heute zeige. Alles hier im Wesentlichen auf D1. Ich mache mal ganz kurz, zeige ich mal was von H1. Warum mache ich übrigens immer alles auf D1? Weil dann die Excel-Sheets noch sozusagen handhabbar sind, also rein von ihrer Bedienung. Selbst dann sind sie schon langsam. Sobald ich Timeframes runtergehe, werden die einfach grottenlangsam. Und deswegen mache ich so eine Entwicklung auch immer auf D1-Basis. Hier sehe ich hier schon 4 Underlyings, die ich mal vorstellen werde. Und jetzt dann auch gleich komplett andere, da ich sie gerade gezeigt hatte von der bereits laufenden Strategie. Jetzt reden wir eher über Underlyings, die auch mal Trends aufweisen. Das wird hier auch ein wichtiges Element. Ich gehe sogar mal auf Parameter ein, die habe ich nochmal in der Folie zusammengefasst, wie das Ganze zu traden ist. Kern übrigens dieser Idee, ich weiß gar nicht, ob er heute dabei ist,
seid so viele, da finde ich euch nicht so unbedingt. Kern dieser Idee ist ein Zuhörer, Trader und Teilnehmer, der auch auf der WOT war. Und ja, da haben wir einiges aus dieser Strategie sozusagen mitentwickelt. Und ich will, man kann zwar bei Trading eh nicht von Urheberschaft reden, aber grundlegende Elemente kamen von einem von euch, und zwar vom Martin, aber ob er jetzt heute dabei ist, weiß ich jetzt und sehe ich so schnell auch nicht, weil manchmal sind die Namen ja auch ein bisschen verschleiert. Aber sei es drum. Ja, das ist, wollte ich allerdings hier auch nochmal erwähnen, weil war das, weil nicht sozusagen hier heute alles wirklich von mir ist. Gut, woher kommt nochmal Martingale? Martingale ist eigentlich ein Ansatz, der vom Roulette-Tisch herkommt, und ziemlich simpel ist. Ich lasse mal gleich bei dem Roulette-Tisch eins noch weg, auch wenn das natürlich hier die Statistik verfälscht. Ich tue mal so, als ob der Roulette-Tisch eigentlich nur Rot und Schwarz hat. Und die ganze Regel des Martingale-Roulette-Spiels ist ziemlich simpel. Man setzt zum Beispiel auf Rot, und wenn man gewinnt, prima. Dann streicht man ja das Gleiche nochmal als Gewinn ein, was man gesetzt hat. Und wenn man verliert, na, dann verdoppelt man im nächsten Zug. Wenn man mal ein bisschen hier mathematisch drauf guckt, ist natürlich völlig wurscht, was man überhaupt setzt, ob man rot oder schwarz setzt. Man kann auch einfach dauerhaft auf rot gehen und bleiben. Das ist wirklich völlig belanglos. Und die Null habe ich jetzt hier noch geflissentlich unterschlagen, die nachher die Statistik noch ein bisschen verschlechtern würde. Aber die Regel ist einfach. Wenn ich verliere, verdoppel ich. That's all. Sobald ich gewonnen habe, auch nachdem ich meinetwegen schon mehrmals verdoppeln musste, gehe ich wieder zurück auf meinen ursprünglichen Einsatz. Das ist alles über Martingale. Hier steht nochmal ein Link bei Wikipedia, auch ein bisschen erklärt, und den Anekdotensatz hier aus dem Wikipedia-Link will ich nicht nochmal vorenthalten, nämlich dass der berühmte Casanova ein Spieler dieser Strategie war, mit logischerweise mäßigem Erfolg, weil was man hier tut, lässt sich mathematisch wirklich sehr, sehr leicht überblicken. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das nochmal kurz an, was das eigentlich bedeutet, wenn man so etwas tradet. Ich habe das hier mal in so einem Excel-Sheet einfach kurz simuliert. In der Art und Weise, dass ich hier Zufallszahlen generiere. Und naja, immer wenn die Zufallszahl größer ist als 0,5, die Zahl hier ist zwischen 0 und 1, dann habe ich einen Verlust-Trade und ich mache hier mit einem Einsatz von 5 Euro, gehe ich ans Rennen und wie ihr seht, die erste Zahl war hier größer, 0,5, also habe ich verloren. Das ist sozusagen mein Rot und Schwarz. Und ich starte hier mit einem Kapital von 200 Euro. Erster gleich ein Verlust-Trade. Im nächsten Moment, beim nächsten Trade oder im nächsten Roulette-Setzen verdoppel ich dann auf 10 Euro. Wie man jetzt hier unschwer sieht, habe ich schon wieder verloren. Also 10 Euro verloren. Und dann im nächsten habe ich sozusagen Glück gehabt und habe gewonnen und verdiene dann 20 Euro. Sobald ich dann hier in einer solchen Sequenz meinen ersten Gewinntrade habe, ist automatisch mein Konto höher als ich vorher je war. Sieht doch genial aus, oder? Ihr seht auch hier gleich die Equity-Kurve. Aber ihr alle, das weiß ich, könnt den Braten hier leicht durchschauen. Was ist das eigentliche Problem dieses Ansatzes? Mal abgesehen davon, dass ich die Null des Roulette-Tisches einfach unter den Teppich gekehrt habe. Das eigentliche Problem ist, ich brauche unbegrenzte Ressourcen, soll heißen. Ich brauche ein unbegrenzt großes Portemonnaie, um immer verdoppeln zu können. Das zum einen. Und zum anderen bräuchte ich einen Roulette-Tisch, an dem das erlaubt ist. Und beides ist nicht erfüllt, also schon gar nicht meine unbegrenzten Ressourcen, also zumindest bei mir nicht. Und das andere ist, soweit ich weiß, meine auch nicht möglich, weil jeder Roulette-Tisch hat eine Begrenzung. Und mit dieser Begrenzung läuft man hier spätestens. Kriegt man hier ein Problem. Nichtsdestotrotz seht ihr hier eine Equity-Kurve und wie immer in so einem Excel-Sheet, was so gewürfelt ist, brauche ich einfach nur F9 drücken und dann gibt es mal eine neue Würfelei und ihr seht, prima und prima Equity-Kurve. Das wäre wirklich eine Equity-Kurve wie in einem Konto und die ist nochmal schöner und ich drücke mal ein paar Mal mehr, dann wird mal irgendwann hier das passiert, was ich sehen wollte
Nämlich, hier werde ich eigentlich resettet. Ist scheinbar noch gerade gut gegangen. Zum richtigen Moment. Also drücken wir mal nochmal F9 und jetzt sehen wir unser eigentliches Desaster. In dieser Sequenz meines Martingale-Ansatzes hätte ich zwischendurch knappe 5000 Euro noch in Reserve haben müssen, weil, wie man unschwer erkennt, geht hier mein Konto durch ins Minus. Und um immer wieder das verdoppeln zu können. Nichtsdestotrotz, die Kurve geht natürlich immer nach oben. Das ist halt hier was mal nicht ganz so dramatisch. Aber das ist der Grundtypus Martingale. Ich schreibe gerade einen schönen Satz. Den Tisch könnte ich kaufen, aber die Lizenz zum Gelddrucken bekomme ich nicht. Ja, genau. Also das ist es natürlich hier auch nicht. Also von daher, das ist aber der Ursprung von Martingale. Dieses Verdoppeln im Verlustfall. That's it. Das halten wir mal kurz im Gedächtnis fest, dass das eigentlich das zentrale Element von Martingale-Ansätzen ist. Mal kurz über die Überleitung zu dem, was ich gerade gezeigt habe. In dem Ansatz wird im Verlustfall auch nachgekauft, aber nicht verdoppelnd, sondern nur linear. Und deswegen ist es eigentlich eher ein Grid-Ansatz. Und der Ansatz, von dem ich auch den Kontoauszug gerade gezeigt habe, hat einen Stop-Loss. Im echten Martingalen-Ansatz hat man natürlich keinen Stop-Loss. Gut, so, wie geht's hier weiter? Wir wissen also jetzt, dass wir durch diesen Grundansatz Martingale schon eine ständig ansteigende Equity-Kurve kriegen. Aber, und das sage ich jetzt mehr so aus der mathematischen Brille, das, was wenn wir da so etwas tun würden, führt garantiert zum Totalverlust. Und zwar, das kann man so wirklich sagen, weil es ja nun mal diese zwei Einschränkungen gibt: limitierte Geldbörse und nicht unbegrenzter Einsatz am Tisch. Und deswegen kann ich getrost sagen, dass dieser Ansatz garantiert zum Totalverlust führt. Jetzt ist die Börse kein, also die ist zwar, die einen würden sagen, auch ein Glücksspiel, aber natürlich mit anderen Grundlogiken. Und deswegen darf man hier durchaus eine Überleitung auch zum Traden machen. Und ich habe hier schon den zentralen Satz: abschwächender Ausweg wird nachher ein CRV Größe 1 werden. Gehen wir mal hier zunächst mal in den Chart, um und ich will auch am Chart erstmal die Idee so vorstellen, wie sie auch der gute Martin hatte. Ich mache mir mal eben hier einen Chart auf. Out japanischer Yen beispielsweise. Neuen Chart. Das machen wir hier mal gleich wieder weg. Und dann ziehen wir mal den Chart hier rüber. Und ich mache ihn mal zumindest so, dass er bei mir noch oberhalb auch des hinter dem GoToWebinar Control Panel verschwindet. Und ich schiebe ihn mir mal wieder hier hin. Und dann ziehen wir den nochmal ein bisschen größer, damit wir nicht jetzt hier alle wie wild auf die dahinterliegenden Charts schielen, was da so alles gerade passiert. Sei es drum. Also, die ursprüngliche Idee dieses leicht Martingale-Ansatzes war die, dass gesagt wurde, wir machen so etwas Ähnliches wie Breakout-Trade. Also ihr kennt Breakouts, haben wir schon häufig auch hier im Webinar gehabt. Und Breakout könnte zum Beispiel so laufen. Wir gehen mal in die Historie, wir haben hier eine Range. Lass die jetzt durch eine Uhrzeit bilden oder so, weil ich sie so eingemalt habe. Wir sind meinetwegen hier am Ende dieser grünen Kerze und jetzt haben wir hier unsere Range gebildet. So, und jetzt geht's los. Die ursprüngliche Idee war dann zu sagen, okay, wir machen einen Breakout-Trade. Das heißt, wir legen hier unsere Buy-Stop-Order auf die Oberkante und eine Sell-Stop-Order auf die Unterkante. Gut, wenn die eine dann ausgelöst ist, sind wir dabei. Take-Profit machen wir einfach mal. CRV gleich 1. Wir sehen ja, wir werden hier long eingestoppt worden und hätten dann hier auch unseren Trade schon beendet und zwar im Take Profit. Super, alles bestens gelaufen.
Gut. Ja, da brauchen wir kein Martingale, kein gar nichts. Jetzt machen wir den Trade mal ein bisschen anders. Ich tue mal einfach kurz so, als ob ich meine Range ein bisschen anders gelegt hätte. Ich lege die mal einfach hier hin. Die Oberkante lasse ich auch an der Stelle. Und wir sind irgendwo, meinetwegen hier, da wo jetzt mein Cursor ist, und platzieren unsere zwei Trades. Gut. Jetzt wäre meine Sell Stop Order aktiviert worden. Also ich mache einen Breakout Trade. Auf welcher genauen Logik auch immer. Also ihr kennt bestimmte Uhrzeiten, hatten wir auch in verschiedenen Webinaren, und machen einen solchen Breakout Trade. Wir werden jetzt hier nach Süden eingestoppt. Das heißt, wir hätten einen Short Trade. Dieser Short Trade hätte zwar auch jetzt hier unten wieder seinen Take Profit gekriegt, brauche ich aber eigentlich fast gar nicht einmalen, weil ihr seht sofort, was passiert wäre. Dumm gelaufen. Kurze Zeit später bin ich hier oben in meinen Stop-Loss gelaufen. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Bleiben wir mal ein bisschen stur Martingale. Jetzt sagen wir, okay, wir lassen den hier in den Stop-Loss laufen, haben aber trotzdem hier oben jetzt mittlerweile, da wir einen Trade schon nach Süden laufen hatten, platzieren wir unsere Buy-Stop-Order auf der Oberkante, die man ja normalerweise eigentlich immer löscht, bei einem typischen Breakout-Trade. Die platzieren wir jetzt. Die lassen wir nicht genau die alte lassen wir platziert, sondern wir platzieren da eine, aber mit dem doppelten Risiko. Stop-Loss-Entfernung bleibt hier immer noch die gleiche, nämlich hier unten. Stop-Loss-Entfernung lassen wir, aber wir verdoppeln schon mal das Risiko. So, was passiert? Jetzt wäre ja unser erster Trade, den wir eingegangen sind, das war unser Short Trade hier nach Süden, der wäre in Stop-Loss gelaufen. Gut. Dann hätten wir aber automatisch unseren nächsten Trade bekommen, von dem wir ja auch vorhin schon gesagt haben, ja, der ist ja dann nachher hier in seinen Take Profit gelaufen, der dann ungefähr hier ist. Ich mache jetzt hier mal alles mit CRV1. Und dieser Trade hätte den Verlust vom vorherigen natürlich auch schon längst wieder weggemacht. Super. Jetzt denken wir mal ein bisschen genauer über diese Strategie nach. Ich nehme mal bewusst wieder hier zwei Linien raus. Wann funktioniert sie? Wann funktioniert sie nicht? Wenn jetzt hier der zweite Trade natürlich auch wieder, bevor der Stop, der Take Profit erreicht worden wäre, wieder gedreht wäre, wäre das ganze Spiel wieder auf der Südseite neu gekommen. Das heißt, wir hätten dann wieder hier einen Trade nach, einen Short Trade nach Süden eröffnet, hätten allerdings wieder unser Risiko verdoppelt. Jetzt sieht man genau schon, wann kriegt diese Strategie ihre Probleme. Sie kriegt natürlich genau dann ihre Probleme, wenn wir unsere Range immer nur oszillierend verlassen, aber nicht nachhaltig rauskommen. Dann kriegen wir natürlich hier ein echtes Problem. Machen wir das mal gedanklich. Ich versuche mal schnell was, mal irgendwie eine blöde andere Stelle zu finden. So, machen wir das mal einfach gedanklich, vielleicht mit einer etwas anderen Range. Und ich mache die ganz bewusst mal eben so und auch ein bisschen kleiner und fragt mich nicht, wo wir jetzt hier in das ganze Spielchen hier anfangen. Nee, zu klein darf ich es ja auch nicht machen, weil ich will ja auch noch sagen, dass ich nie meinen Take Profit. Sagen wir mal hier und hier hätten wir angefangen. Das heißt, hier wären wir jetzt auf die Buy-Seite gekommen. Take Profit hätten wir nicht erreicht. Wären wir auf die Sell-Seite gekommen. Take Profit nicht erreicht. Schon wieder auf die Buy-Seite. Take Profit nicht erreicht. Dann wäre hier längere Zeit nichts passiert und schon wieder ausgestoppt. Der hier hätte dann vielleicht final gereicht. Ja, hätte er. Und nach ungefähr, ich habe jetzt nicht durchgezählt, nach vier oder fünf Verlierern wäre dieser eine Gewinner gekommen, der uns wieder rausgerissen hätte. Trotzdem, was ihr genau seht, ist, also das Problem sind diese ewigen Seitwärtsphasen. In langen Seitwärtsphasen kann es uns passieren, dass wir immer wieder unsere Trade-Position drehen und jedes Mal auch noch das Risiko verdoppeln. In der ursprünglichen Martingale-Variante. Gut. Jetzt wird hier gerade noch eine Frage gestellt, aber mit welchem
BIP-Step hast du getradet? Also, da weiß ich jetzt nicht, worauf diese Frage ist. Vielleicht bezieht sich vorhin auf das Grid. Da gibt es nicht ein festes BIP-Grid, sondern das geht nach Euro des Trades, falls es sich darauf bezog. Okay, wir zurück hier in das, was wir hier haben. Ihr seht also, was eigentlich möglich ist. Kann ich mit der Strategie verlieren? Antwort: eigentlich nicht. Ich muss jetzt hier wieder nur, genau wie bei vorhin die Bemerkung, ich muss halt immer in der Lage sein, noch weiter zu verdoppeln. Das Ganze hat natürlich wahrscheinlich seine Schmerzgrenzen. Und da seht ihr auch das Problem. Überlegen wir nochmal, was genauer passiert mit Hilfe eines Excel-Sheets. Ich habe das hier mal total brutal zusammengefasst. Wir haben hier irgendeinen ersten Trade und dieser erste Trade, den machen wir mit einem Risiko, das ist jetzt hier, oder mit einer Size, ist mir egal, wie ihr das nennt, Euros, Lot Size, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle und die ist einfach erstmal 1. So, wenn der erste Trade also ein Loser ist, dann verdoppeln wir und so weiter. Und ihr seht, was hier brutalst passiert. Ist natürlich wirklich gnadenlos. Wenn jetzt aber zwischendurch zum Beispiel hier einfach so ein Gewinner kommt, jipp, dann bin ich jetzt erstmal wieder gerettet. Gehen wir hier mal durch. Hier stehen immer die sozusagen der Gewinn und Verlust des einzelnen Trades und dann hier daneben auch die Equity. Aber mein sechster Trade war dann jetzt hier einfach mal ein Gewinnertrade. Und dieser Gewinnertrade hat mich natürlich dann wieder gerettet und mein Konto ist dann genau bei plus 1. Also das Ganze dient hier nur der Illustration. Ich musste allerdings schon mein Risiko von ursprünglich 1 oder meine Lot Size von meinetwegen ursprünglich 0,01 auf nachher 0,32 erhöhen. Ziemlich brutal. Jetzt machen wir mal einen Trick. Der Trick wird jetzt ganz einfach folgender. Lass uns doch nicht mit CRV1 arbeiten, sondern machen wir meinetwegen CRV2. Hier haben sich jetzt eine Menge Zahlen verändert, vor allen Dingen, weil hier schon eine berechnet wird, nämlich dieser sogenannte Multi. Multi soll heißen, um wie viel muss ich jetzt meine Positionsgröße vergrößern, genau genommen multiplizieren, deswegen Multi, damit ich, jetzt verdopple ich nicht mehr, sondern jetzt in meinem Fall ver-1,5-fache ich, damit ich dann, wenn denn der eine Gewinnertrade kommt, genau mein CRV einmal verdiene. Machen wir es mal ganz hier vorne. Da eine 1 rein. Ihr seht, der erste Trade war mit dem Risiko 1 und er war ein Verlierer und deswegen ist mein Konto bei minus 1 gelandet. Dann im nächsten Trade mache ich die ver-1,5-fachung und dieser ist ein Gewinner. Das heißt, da verdiene ich jetzt 3 und damit bin ich wieder beim Konto und habe eine plus 2. Prima. Ihr seht, lassen wir mal die Sequenz nochmal eben groß werden. Hätte ich CRV1 gemacht, hätten wir nach 21 Loser-Trades eine astronomische Zahl von einer Million. Wir hätten also unseren Einsatz für eine Million fachen müssen. Zugegeben, nach 21 Sequenzen immer Verlust, 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 Verlust. Wenn ich auf den CRV2 gehe, jetzt muss man natürlich immer im Kopf behalten, natürlich ist es auch schwieriger, ein CRV2-Trade auch in den Gewinn zu führen. Also das Ding ist hier keine Überlistung von irgendwas. Alles, was mir das ermöglicht, ist, dass ich hier bei meinen 21 Mal immer auf der falschen Seite zu sein, von einer Verein-Millionenfachung jetzt bei 3000 bin. Es ist immer noch ein Hammer. Nun ist allerdings natürlich auch 21 Mal auch schon nicht von schlechten Eltern. Ihr seht, wenn wir mal hier in so einem moderaten Fall wie 6, 7 oder so bleiben, dann bin ich hier bei einer Verzehnfachung. Und Verzehnfachung, naja, statt 0,01 Lot vielleicht dann 0,1 Lot, geht ja schon wieder in den Bereich des Möglichen. Und wenn ich hier einen CRV von 3 mache, wird das Ganze nochmal angenehmer, wie ihr unschwer seht. Das ist kein Hexenwerk hier. Es ist auch kein Trick oder keine Überlistung, sondern das ist einfach nur pure Mathematik. Und die Formel, die dahinter steht, wie man den Multiplikator ausrechnet, die ist auch fürchterlich einfach. Das ist einfach der Kehrwert vom CRV plus 1, wie ihr gerade
da auch schon eingeblendet seht. Also ist kein Hexenwerk. Was bringt mir das? Mit einem CRV Größe 1 zu arbeiten, eröffnet mir die Möglichkeit, nicht so brutal mein Risiko zu erhöhen. Heißt nicht, dass ich deswegen automatisch irgendwie besser traden kann. Größere CRVs sind nicht irgendwie inhärent der Gewinnbringer, um Gottes Willen. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Chart. Dieses Beispiel, was ich hier habe, ist natürlich jetzt mit meinem CRV 1 und dann meinen 7 Verlusten, lag ich natürlich hier gar nicht mal sozusagen so schlecht. Gehen wir mal gedanklich hier durch, wenn wir hier mit einem CRV von 3 arbeiten würden. Okay, das heißt, der hier wäre nicht in Take Profit gelaufen, weil für 3 reicht es nicht. Aber hier hinten wäre ich auf der Oberseite, so ungefähr 1, 2, 3, ja, so ungefähr hier, wäre dann hier mein Long Trade schließlich doch in den Take Profit gelaufen. Den Gewinn, den ich dann habe, summa summarum, ist immer noch der gleiche oder fast der gleiche. Also hier, wenn der Trade im Take Profit gelaufen ist, habe ich genau 3 R in Summe verdient. Was auch immer bei euch dann 1 R ist, ob das 10 Euro sind oder 100 Euro sind oder 100.000 Euro sind. Das ist natürlich bei jedem anders. Aber vorher hatte ich hier so grob gezählt, hatte ich hier 7 Mal verdoppeln müssen. 2 hoch 7 ist 32. Also hätte ich schon ver-32-facht. Jetzt mit meinem CRV 3 und bleiben wir mal bei der Zahl, 7 Mal musste ich was tun. Beim 7. habe ich hier meinen Gewinn. Dann hätte ich in Summe 5,6-fach mein Risiko erhöht. Mit anderen Worten, mit einem CRV größer 1 kann ich das traden, ohne verdoppeln zu müssen. Und je höher ich mein CRV mache, umso weniger ist, umso kleiner wird dieser Multiplikator. Also machen wir mal ganz extrem, CRV 10 und mein Multiplikator ist schon nur noch eine 1,1. Dann wären selbst nach 21 Verlusttrades hintereinander wäre ich jetzt in Summe oder genau genommen in Produkt bei einem Faktor von 7. Aber zurück in den Chart. Wenn ich ein CRV von 10 habe und ich bleibe mal hier bei meinem Chart, na, dann bin ich natürlich mittlerweile auch hier oben. Das heißt, da muss ich dann auch erstmal hier hinkommen. Und ich glaube, für 10 reicht selbst hier mein Chartbeispiel noch nicht. Die Zähmung, die wir also kriegen können, im Sinne von, dass wir nicht so gnadenlos unsere Positionsgröße verdoppeln, also vervielfachen müssen, die erkaufen wir uns mit einem hohen CRV. Das heißt, dieser finale Trade, der ja mal irgendwann in seinen Gewinn laufen muss, der muss dann auch mal ein bisschen laufen. Dann sind wir natürlich nachher wieder schnell bei der Frage, welche Underlyings können sowas? Und da sind wir schnell zum Beispiel bei einem genau solchen Underlying wie das, was ich hier zeige, nämlich australischer Dollar, japanischer Yen. Also man kann fast sagen, alles, was den Yen enthält, ist immer ganz praktisch. Eine gute Möglichkeit wäre Neuseeland, Dollar, japanischer Yen, Euro, Yen und, und. Also gerade Yen-Beteiligte sind da willkommene Opfer für genau so etwas. Gut, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen hier durch die Fragen durch. Moderate Erhöhung ist doch auch möglich. Ja, genau, das ist das, was wir hier tun. Durch das höhere CRV geht natürlich dann, was hier auch jemand schreibt, die Trefferquote natürlich runter. Wir verzögern allerdings damit diesen Moment, dass wir wahnsinnig hoch werden in unserem Trade, also in diesem Trade-Volumen. Gut. Hatte schon 12 Verlusttrades beim Ausbruchhandel hintereinander und bin dann bei den nächsten 2 Gewinntrades bei gleicher Ordergröße geblieben. Insgesamt habe ich das Ganze mit Gewinn beendet, weil das ein Bewegungshandel wurde. Gut,
Ist aber schwer durchzuhalten, schreibt hier schon so jemand. Genau, dann kommt nochmal der Hinweis, sobald man natürlich mit dem CRV Größe 1 geht, ist es natürlich auch schwieriger, diesen einen in den Gewinn zu bringen. Ja, genau, das ist das, was ich auch meinte. Das erkaufe ich mir dadurch. Also ich habe einen Vorteil und einen Nachteil. Kernpunkt ist nachher wie immer die Auswahl der richtigen Underlyings. Ist diese Strategie hier was für Euro, Schweizer Franken? Antwort: Nein. Der bewegt sich nicht. Der macht, mal abgesehen von diesem einen Ereignis am 15. Januar oder 16. Januar 2000, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob es 15 oder 16 war, im Wesentlichen tut er nichts. Euro, britisches Pfund ist übrigens auch zwar seit der ganzen Brexit-Diskussion durchaus mal mit Bewegung versehen, davor war da ziemlich tote Hose. Kein gutes Underlying für eine solche Strategie. Jetzt habe ich allerdings viel geredet, viel gesagt, wie es gehen könnte. Wollen wir uns natürlich auch mal echte Resultate angucken. Jetzt kriegen wir einen Schönheitsfehler. Besser gesagt, wir müssen uns einen Workaround schaffen. Diesen Schönheitsfehler, den haben wir andauernd, wenn wir über Excel, Strategieuntersuchung und reden. Das, was ich hier in dem Chart so schön gezeigt habe mit meinen Buy-Stop-Ordern und Sell-Stop-Ordern, ist immer prima. Kriegen wir auch sogar in Excel gelöst. Wir haben immer mal ein Problem. Wir wissen dann meistens nicht, wann welches Ereignis zuerst oder als zweites eintritt. Also gehen wir mal kurz hier hin. Machen wir mal, wie kriege ich mein Beispiel sortiert? Wenn ich das hier hinmale und ich will auf diese lange rote Kerze hinaus, naja, dann kann ich zwar sagen, hier bin ich nach oben, nee, das passt jetzt auch nicht. Kein gutes Beispiel. Also, ich erzähle es lieber. Das unser Problem daran ist, dass wir, wenn wir eine, wir werden getriggert, unsere Buy-Stop-Order wird getriggert, das kriegen wir mit, weil diese Kerze durchschritten wird. Und dann kann es sein, dass wir ja noch kurz danach schon in den Stop-Loss laufen. Aber in Wahrheit wissen wir gar nicht, welches Ereignis zuerst war. Erst das Triggern des Trades und danach der Stop-Loss? Oder wurde scheinbar, also unser späterer Stop-Loss, wurde der vorher mal erreicht? Und damit ist er ja kein Stop-Loss, sondern wären wir gar nicht ausgestoppt worden. Das sind alles Dinge, die wir einer einzelnen Kerze nicht ansehen kann. Ausweg wie immer, kleinere Timeframes, ja, und genau die sind natürlich wieder unattraktiv, zumindest für ein Excel-Sheet, weil dann die Anzahl der Zeilen, also die Anzahl der Daten so riesig groß wird. Also machen wir die Strategie einen Ticken anders. Ich muss gerade nochmal schmunzeln, weil hier noch jemand nochmal einen Kommentar. Aber so tradet kaum jemand Martingale. Wenn Martingale, dann ohne Stop-Loss und mit Positionsaufbau. Das geht auch. Würde ich vom Konzept her eher eine Pyramide nennen. Aber ist es halt einfach ein anderer Ansatz. Gut, das machen wir jetzt. Um das Ganze auch in einem Excel-Sheet darstellen zu können, machen wir noch nicht mal so Ranges. Wir gehen einfach zu irgendeinem Moment, jetzt nehme ich mir mal wieder eine Linie hier, wir gehen einfach zu irgendeinem Moment, zu einem Open einer Kerze in einen Trade. Naja, wenn ich jetzt diese Kerze hier gerade im Visier habe, wäre es natürlich schön, wenn ich genau zu dieser Sekunde zu diesem Open einen Short Trade eröffne, wäre natürlich genial gewesen. Also mache ich es nicht. Also sage ich jetzt einfach, an der Stelle habe ich einen Long Trade eröffnet. Wenn ich allerdings, wann immer ich einen Trade eröffne, kriegt er einen Stop-Loss. So. Und dieser Stop-Loss sei sogar meinetwegen relativ klein hier. Das heißt, hier, da ich ja zum Open der Kerze meinen Trade eröffne, weiß ich auch, dass wenn ich hier meinen Trade eröffne und das Ganze ein Long Trade ist, weiß ich, dass ich hier ausgestoppt werde. Also innerhalb dieser Kerze werde ich definitiv ausgestoppt, weil zum Open habe ich ihn ja eröffnet. Also von daher bin ich da, unterliege ich dieser einen Schwäche jetzt nicht. Ich weiß, dass ich hier ausgestoppt werde. Da ich aber hier keine weiteren Sell Stops und direkt im Excel, dann lande ich ja jetzt spätestens in diesem Problem, mache ich Folgendes. Ich weiß, dass ich in der Kerze ausgestoppt werde. Meinen nächsten Trade
So machen wir es zumindest gleich im Excel-Sheet. Öffnen wir einfach zum Open der nächsten Kerze. Nämlich hier. Zum Open der nächsten Kerze eröffnen wir unseren nächsten Trade. Da der erste Trade ein Long Trade war, wird der zweite Trade, wir drehen jedes Mal, wird der zweite Trade ein Short Trade. Also zum Open der nächsten Kerze eröffnen wir einen Short Trade. Jetzt hängt es natürlich hier vom CRV ab, ob wir mit diesem Trade dann in den Gewinn laufen, ja oder nein. Aber mir geht es um die Logik. Wir eröffnen einen Trade immer nur zum Open einer Kerze. Damit ergibt sich nicht genau dieses Range-Bild hier mit so zwei sturen Linien. Das mache ich jetzt aber wirklich nur, weil wir nicht genau erkennen können, was mit Stop-Loss und Take-Profit und Einstieg und Ausstieg. Es ist nun mal einer einzelnen Kerze nicht anzusehen, welches Ereignis zuerst eintritt. Deswegen machen wir unsere Trade-Eröffnung immer zum Open. Werden wir jetzt in einer Kerze ausgestoppt werden, machen wir die Trade-Eröffnung zum Open der nächsten Kerze. Wie weit allerdings unser Stop-Loss weg ist, das lassen wir. Das bleibt gleich, beziehungsweise unser Risiko genau genommen bleibt gleich. Wir machen da gleich noch so eine kleine feine Variante, weil wir die Volatilität noch mit einbeziehen wollen. In unseren Trade nehmen wir noch einen ATR mit. Aber auf jeden Fall das Risiko, das Initialrisiko bleibt nur das gleiche und dann haben wir halt unseren Multiplikator, so wie besprochen. Gut. Ein Margin Call ist nicht unser Stop-Loss, sondern hier geht das Konto schon, der kann belastet werden. Ich versuche hier gleichzeitig eine Frage mit zu beantworten, deswegen ich war jetzt nicht auf das Thema Margin Calls sozusagen. Das hätte ich jetzt als nächstes nicht gebracht, aber natürlich kann es den auch immer noch geben. Also nochmal kurz die Wiederholung. Wir fangen einfach irgendwo im Chart an und eröffnen zum Open einer Kerze einen Trade. In welche Richtung? Ja, irgendeine Richtung müssen wir halt zuerst anfangen. Dann legen wir los. Ist der erste Trade gleich ein Gewinntrade? Bleiben wir mit unserem Risiko bei sozusagen 1. Ist der erste Trade ein Verlusttrade? Und wir hätten einen CRV von 1, würden wir tatsächlich beim nächsten Trade verdoppeln. Den nächsten Trade eröffnen wir zum Open der nächsten Kerze, damit es halt alles sauber berechenbar wird. Und so weiter und so fort. Was wir natürlich verwenden, ist diese Formel 4, wie wir denn unsere Positionsgröße vergrößern, nämlich entsprechend genau dieser Formel. Ja, und dann haben wir eigentlich schon fast alles, was wir brauchen, um diese Strategie tatsächlich uns mal in einem Excel-Sheet komplett vorzunehmen. Okay. Trade wird zum Open einer Kerze eröffnet. Gut. Der Trade selbst hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Beides. Wie setzen wir die? Wir nehmen einfach wieder ein Multiple eines ATRs. Warum? Damit wir die Volatilität des Gesamtmarktes noch so mit drin haben. Deswegen machen wir das Ganze als, wenn ich mal sage, Multiple eines ATRs, meine ich damit rechnerisch natürlich, dass einfach der ATR ist meinetwegen so und so viel Prozent. Und dann gibt es einfach einen Multiplikator drauf und das ist dann mein Stop-Loss. Und dann nochmal den CRV drauf, ergibt mein Take-Profit. Das ist immer, davon ist immer die Rede, wenn ich sage Multiple eines ATRs für die Stop-Loss- und Take-Profit-Bestimmung. Endet der Trade in Minus, wird das Risiko des nächsten Trades um einen ganz bestimmten Faktor erhöht. Das war hier diese Formel, die wir aus dem Excel-Sheet ableiten konnten. Wenn wir mit CRV Größe 1 arbeiten, dann jetzt muss ich gerade gucken. Denke ich gerade selber nach. Das ist nicht ganz richtig, was ich hier schreibe. Sorry, mein Fehler. Das müssen wir mal gleich korrigieren hier. Da habe ich mir doch glatt, genau, so ist es ja. 1 plus 1 durch den Kehrwert. Sorry für meinen Fehler. Ist jetzt auch noch falsch in den Folien drin, die ich euch so. So ist es natürlich richtig. Um den Faktor wird erhöht. Sorry für den Fehler. Muss ich unbedingt noch ändern.
Also wer die Folien schon downgeloadet hat, gleich mal Stift dran und korrigieren. Also das ist der Faktor zur Erhöhung des Risikos des Trades. Also jetzt haben wir es wieder richtig. Der nächste Trade wird in Gegenrichtung zum Open der nächsten Kerze eröffnet. Das ist jetzt unsere ganze Logik. Wenn dann ein Trade im Plus endet, dann gehen wir wieder mit dem Risiko zurück auf 1. That's it. Es entspricht also nicht genau dieser Range-Breakout-Strategie, die slightly Martingale weiterverwaltet wird, sondern hier wird der Trade immer zum Open eröffnet und das Risiko bleibt, also so wie man den Stop-Loss setzt, ist dann ähnlich mit der Einschränkung, dass wir jetzt hier den ATR mit dazu verwenden. Soweit, so gut. Jetzt gucken wir uns das mal wirklich an. Also wie immer gibt es dazu ein Excel-Sheet. Und ihr kennt schon langsam, wie meine Excel-Sheets aufgebaut sind. In Wahrheit ist auch dieses Excel-Sheet nur wieder aus einem der vorherigen entstanden, wie so fast immer. Was passiert hier aber im Einzelnen? Also ich gehe jetzt nicht durch alle Felder durch der Berechnung. Als erstes bestimme ich mal wieder hier so den ATR. Und der ATR hier, weil ich auf Tagesbasis bin, habe ich einfach gesagt, ATR Periode 22. Und ich drehe auch nicht an der Periode, sondern die lasse ich einfach. Ich muss mit irgendwas anfangen. Das ist jetzt hier völlig willkürlich, ob ich jetzt den ersten Trade als Long oder als Short Trade mache. Ich kann es hier schon mal gleich umdrehen. Und ihr werdet sehen, an der Equity-Kurve ändert sich eigentlich nahezu gar nichts. Und dann gilt es natürlich, der Trade beginnt, wir haben einen Stop-Loss, wir haben einen Take-Profit. Den berechnen wir natürlich jetzt hier aus dem ATR und dann unserem Stop-Loss-Multi. Also ihr seht die gelben Felder. Wir überprüfen, ob Stop-Loss oder Take-Profit erreicht wird. Wenn beides erreicht wird, innerhalb von einer Kerze, das ist ja möglich, dass sowohl der Stop-Loss erreicht wird als auch der Take-Profit, dann gehe ich immer davon aus, also dann tue ich in dem Excel-Sheet so, als ob der Stop-Loss zuerst erreicht wird. Der Trade wird dann immer als Stop-Loss-Trade beendet. Ich berechne übrigens, wie häufig das hier vorkommt, in dem Fall zweimal. Zweimal innerhalb von 17 Jahren. Jetzt für diese konkrete Einstellung, was den Stop-Loss angeht. Ja, und dann machen wir natürlich hier hinten nachher das, weil wir eigentlich unseren Trade immer in Rs rechnen. Also eigentlich endet hier so ein Trade typischerweise entweder bei minus 1 R oder bei plus 2 R, wenn er denn in Take-Profit gelaufen ist. Das ist nicht ganz so. Also wenn ihr mal die Zahlen genau durchgeht, werdet ihr feststellen, dass Minus-Trades immer noch ein Ticken schlechter sind als minus 1 R. Woran liegt's? Am Spread. Bitte den nie vergessen, wenn ihr andere Underlyings verwendet, dass ihr am Spread hier drehen müsst. Also der Spread wird in meinem Nachhinein hier nur mit einbezogen. Und dann wird natürlich noch Folgendes gemacht. Wir kriegen hier unsere Sequenz in dieser Spalte. Welches ist das nächste Risiko, was wir anwenden müssen? Und ihr seht, dass hier wir mit 1 anfangen, dann multiplizieren wir diesen Faktor drauf. In meinem Fall jetzt hier gerade bei CRV2 in 1,5. Und offensichtlich ist hier hinten mal ein Trade nachher in Gewinn gelaufen. Und deswegen geht dann hier, geht das wieder zurück auf 1 und dann geht er mal höher und noch höher und. Also, das gibt dann das eigentliche Trade-Resultat. Und das summieren wir auf. Und dann haben wir wie gewohnt eine Equity mit dem Drawdown, mit den unseren Kennziffern und. Also alles das, was wir schmunzel ich gerade wieder, weil jemand gerade sagt, ich habe den Fehler in die Formel absichtlich eingebaut, damit man erkennt, dass irgendwas nur kopiert wurde. Naja, gut. Zurück zum Excel-Sheet. Ihr seht hier eine Equity-Kurve, die ist in R. Also wie immer gilt, man kann R einfach mit einem Eurobetrag multiplizieren. Wenn man das wirklich final so tradet, muss man immer noch ein bisschen berücksichtigen, dass man auch sowas wie Minimum Lot Size hat und dergleichen. Was kommt raus? Diese Equity-Kurve. Über 17 Jahre. Das muss man mal dabei sagen. Das ist jetzt hier für 17 Jahre Kursdaten, Euro, US-Dollar. Und
Naja, jetzt kann man fragen, ist sie gut oder schlecht? Ihr seht, ja, Drawdowns. Hier stehen jetzt einfach mal willkürlich zwei Zahlen, nämlich eine für diesen Stop-Loss-Multiplier und eine für das initiale CRV. Jetzt kann man natürlich mal fragen, was passiert eigentlich, wenn man mal hier den Stop-Loss-Multiplier größer macht? Ja, kriegen wir eine andere Equity-Kurve. Wenn man das CRV nochmal ein bisschen größer macht, verändert sie sich nochmal. Bleiben wir mal kurz bei dem hier, was wir jetzt haben, weil ich will euch den zweiten Chart noch vorstellen. Der zweite Chart zeigt diese Positionsgröße, also wie weit mussten wir denn mal hoch multiplizieren? Und hier sehen wir, dass wir bis auf knapp 30 mal gekommen sind. Im Mittel ist unsere Positionsgröße 2,8, also das 2,8-fache von dem, was wir ursprünglich eigentlich traden wollen, was ganz gut ist, dass wir da nicht so groß sind. Und wenn wir mal hier durch die 17 Jahre durchgehen, sieht man, dass wir an die 30 zweimal knapp dran gelaufen sind. Dann gibt es hier ein paar mit 10 und dann wird es auch durchaus schon langsam hier erträglich, was also unsere Gesamtrisikoerhöhung angeht. Hier kann man natürlich mit den Zahlen noch weiter rumspielen. Und fragen, ob das irgendwie nochmal besser wird oder schlechter. Und wie ihr seht, es wird hier nochmal ein bisschen angenehmer. Drawdowns kriegen wir natürlich trotzdem. Wie immer, auch diese Strategie ist hier jetzt nicht irgendwie der heilige Gral, sondern einfach eine Variante, wo wir unser Risiko nicht so brutal erhöhen, wie man es klassisch beim Martingale macht, sondern wir holen uns das hier aus dem CRV. Das geht, wie auch schon jemand von euch geschrieben hat, natürlich zu Lasten der Trefferquote. Aber wenn wir jetzt mal allgemein über Charts nachdenken und wir haben Charts oder wir haben Underlyings, die im Wesentlichen auch mal längere Zeit in eine Richtung laufen. Das ist das, was wir brauchen. Sobald das passiert, sobald ein Underlying mal etwas länger in eine Richtung läuft, dann sind wir mit dieser Strategie sofort dabei. Selbst wenn der erste Trade in die falsche Richtung ist, also angenommen, es geht nach Norden, wir machen den ersten Trade als Short Trade, kein Problem. Das kriegen wir sozusagen dann relativ schnell korrigiert. Wenn also ein Underlying die Tendenz hat, auch mal zumindest mittelfristig mal in eine Richtung zu laufen, dann ist das unser Underlying für eine solche Strategie. Underlyings, britisches Pfund, kanadischer Dollar, die eigentlich im Wesentlichen immer nur hin und her oszillieren oder nochmal brutaler gesagt hin und her eiern, die sind keine. Die taugen hierfür überhaupt nichts. Also wir brauchen Underlyings, die dafür wirklich tauglich sind. Und das sind halt welche, die auch mal Trends aufweisen. Euro-US-Dollar ist so ein Kandidat, übrigens gar nicht unbedingt der allerbeste dafür. Wie geht es jetzt weiter? Natürlich können wir das Ganze hier mal auf anderen Underlyings uns angucken. Und wir können natürlich noch was machen. Wir können uns natürlich auch helfen lassen, hier diese Parameter zu finden. Das will ich nur mal kurz zeigen. Ich habe eigentlich noch wahnsinnig viel hier. Komme ich gar nicht heute alles zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange für meine Vorrede brauche. Aber macht nichts. So, gehen wir mal hier. Da haben wir es. Euro, US-Dollar, D1 ist eigentlich in Wahrheit das gleiche Excel-Sheet wie gerade. Das Einzige, was ihr seht, ist, ich habe jetzt hier das klassische Microsoft Excel, weil da ist direkt dieser sogenannte Solver mit drin und das ist gewissermaßen optimiert. Das kann man übrigens auch im LibreOffice machen. Dazu muss man aber irgendwelche Java-Sachen installieren und das mache ich nicht so gerne. Deswegen nehme ich hier sogar mal glatt echtes Microsoft Excel. Und nur kurz, was ist der Solver? Das Ganze geht so. Das heißt, man geht hier auf Daten, dann auf Solver, wenn man ihn dann vorher in den Einstellungen aktiviert hat. Und alles, was man dann macht, ist, man wählt hier so Zellen aus, die man optimieren will. Und hier ist meine Zielzelle. Das ist die Zelle C8. Und die soll möglichst klein werden. Ihr kennt, bei mir gibt es immer dieses Opti, das soll möglichst klein werden. Und dann sagt man dem, hey, du darfst ein paar Zellen variieren. Das sieht jetzt hier wieder, das ist wieder eine Krankheit von Microsoft. In Wahrheit variiere ich, auch wenn man es mit dem zweiten nicht mehr so ansieht. Ich variiere natürlich hier meine zwei gelben Zellen. Dafür legt man Randbedingungen,
fest von wo bis wo. Und dann drückt man hier unten auf das Knöpfchen und je nachdem, wie viel Kursdaten man hat, kann man dann entweder einen Kaffee trinken gehen oder auch gleich eine Pizza essen. Das hängt dann von der Anzahl der Kursdaten ab. Und wenn man das dann macht, dann kriegt man eine sozusagen optimierte Lösung. Das Ganze ist übrigens nicht deterministisch. Das heißt, man kann das ruhig mehrmals machen und kriegt auch nicht immer das gleiche Ergebnis. Und das hat andere Gründe. Wenn wir uns mal jetzt diese Equity-Kurve hier angucken, wird es ja nun wirklich langsam sehr interessant. Dieser Multi ist jetzt nur noch maximal bis 9 hochgelaufen. Und die Equity-Kurve, naja, die will wahrscheinlich jeder in seinem Konto sehen. Also da geht einiges. Und dass das hier nicht nur für ein Anleihen geht, will ich auch mal weiter zeigen. Euro, japanischer Yen, mal noch ein anderes Anleihen. Hier gehe ich ein bisschen mehr auch ins Risiko. Etwas andere Parameter. Ihr seht aber eine durchaus ansehnliche Equity-Kurve. Nochmal ein anderes Anleihen, australischer Dollar, japanischer Yen. Auch selten, dass wir hier ins Risiko wirklich hochgehen müssen. Und machen wir gleich nochmal den nächsten. Und der nächste hier ist meinetwegen der DAX. Und ihr seht gleich hier, nicht vergessen, Spread. Ich habe meinen Spread hier auf 2 Punkte gesetzt. Und dann kriegen wir ein ganzes Bündel von potenziellen Strategien für das Ganze hier. Spätestens wahrscheinlich, wenn ihr jetzt diese Equity-Kurve seht, wird man wirklich hellhörig, weil da sind auch die Drawdowns absolut im verkraftbaren Niveau. Also auch hier gilt wieder, sicherlich hätte jeder eine solche Equity-Kurve gerne in seinem Konto. Risiko, ihr seht, ein paar Mal kommen wir hier auf so eine ungefähr 18 hoch, einmal sogar auf die 25. Im Mittel sind wir sogar unter 3. Das heißt, alles noch im weitestgehend grünen Bereich. Ich will mal eine Sondervariante auch nochmal erwähnen. Was man machen kann, ist, gerade wenn man so an so einen DAX denkt, dann kann man ja sagen, DAX, naja, eigentlich geht er ja nur nach Norden. Das könnte man zumindest hier auch nochmal ausnutzen in so einer Strategie, indem man sagt, okay, immer nachdem wir eine Trade-Sequenz beendet haben, machen wir trotzdem, also beendet heißt, das ist der Trade, der dann auch im Gewinn gelaufen ist. Unser nächster Trade ist dann auf jeden Fall wieder ein Long-Trade. Zwischendurch machen wir ruhig die Variation, also Long-Short, Long-Short, Long-Short. Aber wenn wir dann am Ende sind, gut, wenn der letzte Trade ein Short Trade war, ist der nächste wäre sowieso ein Long Trade gewesen. Aber selbst wenn dann der letzte, also der den Gewinn macht, auch ein Long Trade war, machen wir dann danach trotzdem den nächsten wieder als Long auf. Einfach nur als Variante. Und warum? Naja, weil wir wissen, tendenziell geht der DAX nochmal eher nach Norden. Habe ich mal auch eine Variante von gemacht, die dann auch zu guten Ergebnissen führt, die sich aber jetzt hier auch nicht gnadenlos von dem anderen unterscheiden. Also ihr seht, Mann, da geht einiges. Da geht gewissermaßen einiges. Ja, hier schreibt jemand Long First. Das ist genau so, würde man die nennen, diese Strategie. Und ihr seht ganz da oben, wie mein Excel-Sheet gerade hier heißt. Das heißt dann auch einfach Start Long. Da haben wir exakt die gleiche Meinung. Hier lässt sich auch noch ein bisschen weiter was optimieren, dann kriegt man das Ding wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter getuned. Aber das ist genau, wie man hier vorgehen kann. Dass es auch auf kleineren Zeitebenen geht, Antwort natürlich ja. Einmal hatten wir es hier schon kurz auch auf dem Schirm. Und da habe ich nochmal eine kleine Änderung gemacht. Ich habe den ATR gewissermaßen rausgenommen. Will das jetzt nicht ganz ins Detail hier gehen. Ihr seht nur, mittlerweile habt ihr wahrscheinlich den Blick schon dafür. Es sieht nicht, also jetzt, wie hoch müssen wir mit dem Risiko gehen? Nicht besonders hoch. Ich habe jetzt hier mal nur 3 Jahre Kursdaten für H1 genommen. Und da kommt auch schon was ganz Gutes raus. Man sieht auch, wir holen uns das hier aus dem CRV. Also das CRV ist hier schon relativ groß, also schon fast 5. Und damit retten wir sozusagen diesen Trading-Ansatz
in den Gewinnbereich. Das heißt, zusammenfassend, ich will das mal kurz in einer Folie auch mal zeigen, was ich hier an Parametern bestimmt habe. Die sind dann natürlich auch wieder in der Folie drin, so dass ihr es etwas leichter habt, vielleicht auch ähnliche Sachen zu entwickeln, weiter zu verfolgen. Und das ist einfach die Zusammenfassung. An Zahlen gehe ich natürlich jetzt nicht nochmal durch, aber nur die Logik. Timeframe ist D1, ATR-Periode ist 22 und der Rest sollte sich dann daraus ergeben. Wichtig ist noch im Kopf zu behalten, es sind keine Buy-Stop-Order, keine Sell-Stop-Order, sondern eröffnet wird Market zum Open einer nächsten Kerze. Finale Varianten in der Umsetzung gibt es sicherlich noch viele andere. Ich habe mich bewusst jetzt mal für diese entschieden, damit sie in Excel etwas sauberer ist, wenn ich das auch auf D1-Basis darstellen will und ich halt nicht in die Bredouille laufen will, wenn ich da eine fiktive Buy-Stop-Order platziere. Hey, ist dann der Stop-Loss noch, also wird der jetzt als nächstes gerissen oder wurde dieser Punkt vorher erreicht und war damit nicht der Stop-Loss? Genau dieser Frage will ich halt aus dem Weg gehen. Deswegen habe ich das Ganze immer zum Open einer nächsten Candle gemacht. Zusammenfassung. Okay, zweite Mal, dass wir hier was in Richtung Martingale gemacht haben. Letztes Mal haben wir das im Wesentlichen gebändigt über einen echten Stop-Loss für die Position und die richtige Auswahl der Underlyings. Hier spielt jetzt die Auswahl der Underlyings ebenfalls wieder eine entscheidende Rolle. Wir brauchen trendige Underlyings. Genau im Gegensatz zu dem anderen, wo wir nicht trendige brauchten, wo wir nämlich genau abgezielt haben auf die, die einfach nur rumeiern. Es bleibt natürlich dabei, auch mit CRV Größe 1, es ist kein heiliger Gral, sondern es bleibt immer noch ein riskantes Unternehmen, weil wir halt unsere Positionsgröße erhöhen müssen. Und je größer das CRV, umso weniger aggressiv wird das, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir erhöhen. Kriegen wir damit was Profitables hin? Antwort ja. Und ich sage mal ganz, meine Zusammenfassung des Ganzen ist, ja, man kann zu Martingalen-Strategien dieses und jenes sagen. Die einen sagen, schlicht und ergreifend Teufelszeug, Finger weg. Habe ich auch Verständnis für. Die anderen sagen, okay, ist eine interessante Variante des Tradens und bestimmte Aspekte davon können wir ausnutzen. Zu dieser Kategorie gehöre ich, wenn ich dann allerdings genau weiß, was ich tue. Und damit komme ich auch zum dritten, nämlich klar, wir machen, wenn wir so eine Strategieentwicklung hier machen, wie jetzt hier auch im Webinar, ist das erstmal nur eine Excel-Tabelle. Nichtsdestotrotz zeige ich euch immer auch irgendwann die entsprechenden Kontoauszüge dazu. Hier geht es jetzt allerdings nicht in der simultanen Reihenfolge. Soweit bin ich an der Stelle noch nicht. Was ich allerdings nochmal sagen will, ist, wenn wir solche Dinge machen, wie hier mit Excel-Vorbereitung, um Strategien zu beurteilen, abzuschätzen, was damit möglich ist, das ist genau das Richtige. Ich will nicht jeden hier in die Excelei zwingen und das zu machen, was ich dann nachher immer Excel-Gymnastik nenne, sondern mir ist einfach nur wichtig, dass bevor ich einen Trade eingehe, sollte ich wenigstens wissen, was passiert wäre, wenn ich sowas Ähnliches oder das Gleiche in der Vergangenheit gemacht hätte. Und das ist das, worauf ich immer gerne ein bisschen auf abziele. Nicht morgen einfach einen Trade entsprechend irgendeiner Logik eingehen, von der ich gerade aktuell meine, die ist ja super gut. Nee, ich muss auch ein bisschen mal den Nachweis geführt haben, dass diese Idee auch Substanz hat. Und wenn ich das habe, hey, warum nicht? Damit kann ich dann auf jeden Fall beruhigter an die Sache rangehen, als wenn ich einfach so drauf loslege. Ihr seht nochmal hier extra, immer nochmal mein Namen, die E-Mail-Adresse. Also wer da was von haben möchte, von den Excel-Sheets, kein Problem, schicke ich gerne zu. Kleiner Hinweis, wenn ihr da eine Anfrage habt, könnt gerne dabei schreiben, ob ihr das als Microsoft Excel oder LibreOffice, also die Open Source Variante, haben möchtet. Auch dann, ich kann an der Stelle immer beides zur Verfügung stellen. Also gar kein Problem. Boah, schon wieder nach 20 Uhr, 4 Minuten schon überzogen. Soll mich allerdings nicht davon abhalten,
euch dann heute schon mal schöne Weihnachten zu wünschen, guten Rutsch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns, also genau genommen hören, sehen ist ja immer nur so halb hier. Dann wieder im nächsten Jahr mit neuer Kraft, nicht in alter Frische, sondern natürlich in neuer Frische. Das wünsche ich euch allen auf jeden Fall und dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Also macht's mal gut. Bis dahin. Tschö.